Harris Bar in Mespelbrunn. Du hast zum Jubiläum auch gespielt. Ich glaube, das war das 10-Jährige und dürfte vor 6 oder 7 Jahren gewesen sein. Ja. Im Freien war wahnsinnig viel los. Also ich weiß nicht, irgendwie geschätzte 7, 8, 9 Leute. Mhm. Super toll. Und ich finde es auch Wahnsinn, was Harry und Katja hier aufgebaut haben. Mitten im Spessart und Führungen rund ums Schloss und sowas. Irgendwie. Und dann ist mittendrin ist irgendwie so ein Party-Idyll, was auch mit super viel Herzblut hier aufgebaut und geführt ist die ganzen Jahre. Und das merkst du einfach. Also das, ja, du merkst es vor allen Dingen auch dadurch, genau, dass es brummt, weil hier nämlich der Laden rammelvoll ist. Wahnsinn. Die Leute herkommen, um Bands zu hören. Und das ist was ganz Tolles. Das lieben die Musiker alle. Want a song to sing? Oh, I sing, oh, I sing, oh, I sing. Die Leute sind quasi 2-3 Meter vor uns. Man spürt jede Reaktion sofort. Man merkt, wie die Masse mitgeht, wie die Leute hier in der Bar Spaß am Feiern haben. Die Begeisterung bleibt und wächst und man lernt immer neue Sachen dazu, man lernt immer neue Musiker, neues Publikum kennen. Und das ist eine Reise, eine wunderschöne Reise, die hoffentlich nicht so schnell zu Ende geht. Du hast ja überall irgendwo mal sowas in der Art. Aber ich wüsste jetzt nicht, zwischen Aschaffenburg von 100 und Lohr oder Würzburg, wo sowas noch ist. Ja, ja. Petra Kumpel Immobilien. Wohnen unter Franken.